Personenkonstellation. Welche gesellschaftlichen und persönlichen Beziehungen hat ein Mann, der zum Mörder wird? Wer trägt zu seiner Entwicklung bis ins extreme Verbrechen bei? Die Figuren in Büchners Woyzeck lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Da sind zum einen die Typen der Macht, die namenlos, also austauschbar bleiben. Dies sind vor allem der Hauptmann, der Doktor, aber auch der Richter, der Garnisonsprediger, die Polizei und der Professor. Ihnen gegenüber stehen die Machtlosen. Hiermit ist die große Masse der Menschen gemeint, aus denen Woyzeck mit seiner Familie besonders hervorsticht. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com